Ja, was ich jetzt heute auch mal machen möchte, das ist irgendwie so ein bisschen. Warte mal, was kostet eigentlich eine Kanone zu bauen? Jetzt fragt sich so mancher wahrscheinlich, was will der Kerl mit einer Kanone? Das habt ihr ja gesehen, damit kann man wunderbar reisen. Habe ich jetzt was übersehen? Wo gibt es denn hier Kanonen? Kanonen. 10 Wood, 1 Iron Bar, 2 Mysterious Group. Also Eisenbar und den Iron Ingo, den müssen wir haben. Wie sieht es denn mit 10 Holz aus? Nicht so gut. Weißt du, das ist mal ein guter Anlass, hier mal ein bisschen die Säge kreisen zu lassen und. Ja, ne? Also hier mal so richtig. Gib ihm! Weil diese ganz normalen Bäume möchte ich eigentlich hier rundherum nicht haben. Habe ich das schon erzählt, dass ich nur Palmen haben will am Strand? Das ist mir so ein kleines Anliegen. Und deswegen machen wir jetzt hier mal Tabula Rasa mit den Bäumen. Ja, und so war es uns nicht möglich, ein Fahrrad zu leihen, weil einfach hätte unsere schmale Reisekasse, wir sind ja nun beide keine Krösusse, meine Freundin und ich. Sie ein bisschen mehr als ich, weil nicht hungernde Künstlerin und in nix gut. Naja, ich muss ja hier Steilvorlagen geben, ist klar. Bruder muss los. Auf jeden Fall, ja, hätte uns beide überfordert, das Ganze. Wir sind dann trotzdem noch hergegangen und haben dann am Ende noch für einen Tag ein Auto gemietet. Meine Freundin hat sich dann überwunden, ja, halt sich in den doch ziemlich rücksichtslosen Verkehr der italienischen Autofahrer zu stürzen. Heiliger Bimbam, ey. Also, ja, und die Sache, weshalb man da nicht wandern konnte in der Nähe, ist auch ganz lustig. Weißt du, da die oben die Ecke zumindest von Sardinien, aber man hat mir auch erzählt, dass es woanders auch nicht besser ist, diese Ecke, man ist es ja gewohnt, aus allen Ländern, wirklich allen Ländern der Welt, dass so an Straßen, da gehen dann kleine Feldwege ab und kleine Fußpfade und so weiter. Und man kann halt irgendwie ein bisschen wandern gehen, ne? Ich kann euch sagen, Nordost-Sardinien, rund um Palau, ganz besonders ums Capo d'Orso, ich glänze ja so im Gesicht. Ihr geht die Straße lang und es gibt halt wirklich nur wenige Straßen und die sind ganz eng und es gibt keine Randstreifen oder sonst was whatsoever, also wirklich so Fußgängerverrecke. Ja, wirklich so. Und nirgendwo, also ich habe in den ganzen 2 Wochen mal dann einen kleinen Fußpfad, der glaube ich auch nur von Ziegen oder so gemacht wurde, gefunden, der dann in die Berge ging. Und ansonsten ist alles abgesperrt mit Zäunen und ja, und überall proprietata privata, ne? Also, mir hat dort ein Einheimischer in der Pizzeria erzählt, ja, dass ich das vollständig richtig sehe, dass die Leute ganz einfach dort den Pöter sowas von zugekniffen haben und jeder will seine Scholle, ne? Und ey, betritt bloß nicht mein Land, ne? Und alles wird zugetackert. Das war. Ja, und Essen, ne? War auch. Kann man sagen, eine Katastrophe. Also, wenn du nicht ein absoluter Fan von Pizza und Pasta, aua! Wenn du nicht ein absoluter Fan von Pizza und Pasta bist, und nur dem, und vielleicht ab und zu mal ein bisschen Fisch, dann bist du dort echt am Arsch. Oh, da geht irgendwas in den Himmel. Ich glaube, wir kriegen gleich Besuch von einem dieser Supermonster-Typis. Oder da ist immer noch das Tree Ritual, weil das ja grün ist irgendwie da. Alter, du sollst nicht stören, wenn ich was erzähle. Meine Zuschauer hier wollen wissen, wie das im Urlaub war, verflixte Axt. So. Alter, ne? Nee, also essenskulinarisch, ne? Also so eine Monokultur, so etwas total, ja, überhaupt nicht Vielfältiges, habe ich noch nie erlebt. Und das Geilste haben wir gleich am ersten Tag erlebt. Also geil von im Sinne von überhaupt nicht geil. Wir hatten ein Restaurant direkt da an diesem Campingplatz, ne? Das wurde total angepriesen und ja, die taten so, als hätten sie voll die Spezialitätenküche am Start. Also, normalerweise gibt es ja die Sache, also du hast eine Pizza, also wenn sie schlecht gemacht ist sie außenrum verbrannt, ne? Das kennt man. Und da sagt man dann so von wegen, bäh, ne? Schneidest den Rand weg und isst halt nur die Mitte. Pech gehabt. Und dann gibt es die zweite Sache, wie eine Pizza schlecht gemacht sein kann. Also so von den Hauptmerkmalen. Nämlich, dass sie matschig ist. Ne? Ihr könnt es euch vielleicht nicht vorstellen, aber es gibt tatsächlich ein Restaurant auf Sardinien,
dieses jenes nämlich, also das auf dem Campingplatz da, wo die Pizza sowohl außenrum verbrannt als auch in der Mitte matschig ist. Glaubt es oder glaubt es nicht. Also ich konnte es auch nicht glauben. Und das Ganze für einen Preis, den magst du gar nicht. Da magst du gar nicht dran denken, dass es den gibt. Aber wenigstens hatten sie einen Ober, einen jungen Ober, der sich wirklich alle Mühe gegeben hat, dass alles so wirkte, als wäre es ein hochklassiges Restaurant. Also, das war das einzig Gute da, ne? Ja, wenn er mich verstehen würde, also er überhaupt, also wenn ihr euch darauf verlassen wollt, dass die Leute in eurem, an eurem Urlaubsort Englisch sprechen, vergesst Sardinien. Vergesst Sardinien. Ja, also du musst quasi Italienisch lernen und dich ansonsten mit Händen und Füßen unterhalten. So ist es dann halt gelaufen, ne? Ja, was fährt der Typ nach Italien, wenn er kein Italienisch kann? Ja, dann dürfte ich wirklich nur dahin fahren. Ja, ich versuche ja, ich denke ja immer, ich bin ein Weltbürger, indem ich Englisch spreche. Ach ja. Nee, auf jeden Fall. Ja, Sardinien, Natur, geil. Geile Ansichten, geiles, klares Wasser, alles super. Aber, und jetzt kommt noch was, alles kostet extra. Ne? Vor allen Dingen da auf diesem Campingplatz-Ressort. Ne? Man würde ja annehmen, wenn die da solche Bungalows vermieten, ne? Dass da zumindest so irgendwie, also so war es zumindest immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind bisher, dass da so die Grundlagen drin sind. Ne? Also würdest du denken, dass wenn du in Urlaub fährst und du bezahlst quasi Pauschalreise bei deinem Reiseveranstalter, zu dem ich auch noch kommen werde, weil die kriegen auch noch ihr Fett weg, würdest du denken, dass du dein Klopapier selber einkaufen musst? Würdest du das denken? Und würdest du, und jetzt kommt das nächste, würdest du denken, dass 4 Rollen Klopapier 2,50 kosten? Ich erzähle euch keinen Scheiß, Leute, das ist so. Und ja, natürlich, also sowas wie Spülmittel und so weiter und so fort. Hat meine Freundin zum Glück alles mitgebracht. Diese treue, gute Seele, diese praktisch denkende, gute Seele, die alles auf die Reihe kriegt. Falls sie das hier schaut, nochmal danke. Du bist so super. Wo ich der Planungsmeister bin, bist du der Meister der die Meisterin der Vorbereitung. Ja, sie ist leider sehr kamerascheu und ganz besonders internetscheu. Sie hat eine Internetpräsenz, eine einzige, nämlich eine Facebook-Seite, um mit mir kommunizieren zu können, unter einem männlichen Namen. Jetzt könnt ihr verstehen, ne? Also sie ist wirklich, sie will nicht im Internet sein. Sie will keine Bilder von sich im Internet sehen. Nicht alle sind so verrückt wie wir. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal drüben in Minecraft erzählt. Ach ja, muss ich heute auch noch aufnehmen? Darf ich heute noch aufnehmen? Ich sollte nicht immer muss sagen. Das klingt immer so, als würde ich mich quälen. So. Manchmal tue ich das auch. Ich hätte jetzt gerne noch eine Woche off genommen und hätte gerne noch ein bisschen an Musik gearbeitet. Das wäre schön gewesen. Aber ja, ich muss einfach aufnehmen. Weil mir sonst die Abonnenten weglaufen. Das tun sie sowieso schon, aber ich nehme natürlich an. Also ich bin wieder von 139 Abonnenten auf 136 runter. Tja. Du machst ja scheiß Content. Fresse halten. So. Jetzt beschimpft er wieder seine Zuschauer. Manche. Und das darf ich. So. Ja, also jetzt habe ich, glaube ich, alles über den Urlaub erzählt. Ach ja, nee. Und dann, ja, wir haben dann irgendwie Hilfe gesucht in unserer Not bei unserem Reiseveranstalter TUI. Ja, seid mal gegrüßt, ihr Penner von TUI Online. Danke für gar nichts. Ne? Wir haben Hilfe bei denen gesucht, haben halt wirklich die angeschrieben per SMS und per E-Mail und haben uns da extra auf dem blöden Portal, mal gucken, haben wir uns registriert, also habe ich mich registriert. Meine Freundin ist ja nicht online, also nicht online verfügbar, so wie ich. Alte Internethure ich, ne? Das darf aber nur ich sagen. Ja,
Nee, also wir haben wirklich mit denen Kontakt gesucht und haben um Hilfe gebeten, ne? Und wir kriegten auch dann, wir kriegten tatsächlich eine SMS zurück, ne? Ganz altmodisch, dass sich eine Dame, eine Carmen, glaube ich, würde sich mit uns in Verbindung setzen. Ja, das ist 2 Wochen lang nicht passiert. Also, Reiseservice Berne als Reisebüro hat bei uns verschissen und die TUI als Reiseveranstalter ebenfalls. So. Die einzige gute Tat, die TUI dann doch noch am Ende gemacht hat, das ist, mir ist so tatsächlich mein Handy auf dem Shuttle-Weg zum Flughafen aus der Tasche gefallen. Die TUI-Mitarbeiterin am Flughafen hat dann doch tatsächlich den Shuttle-Fahrer zurückgeholt, sodass ich mein Handy wieder bekommen habe. Ja, das ist aber auch eine echte Möhre, die will keiner haben. Ich sag mal, ein typisches Männer-Handy, ne, mit netten kleinen Display-Schaden. Einmal Hemdtasche oben reingeschmissen, Hemdtasche nicht zugemacht und gebückt, ne? Kennst du das? Und dann macht das Klack und dann landet das auf glücklicherweise auch noch voll auf dem Stein und macht Zisch und dann hast du da, ja, es funktioniert noch. Also ich sage extra Männer-Handy, weil ich das bei meinen männlichen Kollegen auch so kenne. Was laufe ich hier eigentlich jetzt ständig durch die Gegend? Ich will hier eigentlich gar nicht durch die Gegend. Es schneit. Gegend laufen. Gut, ich glaube, ich habe alles über den Urlaub erzählt. Das gleiche muss ich dann wahrscheinlich nochmal drüben in Minecraft machen. Ah, guck mal, was wir haben. Wir sollten mal ein bisschen erkunden und spelunken gehen. Spelunken gehen. Wir haben ein einigermaßen leeres Invent. Ja. Das war's mit dem Spelunken gehen. Hol mal den Stab raus. Wo ist er? Bololololo. Der ist da oben auf der Hügeligkeit. Weißt du was? Wir gehen spelunken. Ach, jetzt ist schon wieder Tag. Ja, das war's mit dem Spelunken gehen. Warum sammle ich eigentlich noch Blumen? Ich habe doch genug davon. Ja, komm, gehen wir noch mal ein bisschen hier so hinten um die Häuser und schauen uns noch mal ein bisschen was an. Das meiste haben wir ja schon gemacht. Ja, wahrscheinlich darf ich die ganze Reisegeschichte, das wird sehr viel entspannter drüben in Minecraft werden, darf ich noch mal erzählen. Also falls du hier das hier guckst und Minecraft guckst, wirst du die Geschichte jetzt zweimal hören und zweimal denken, so, das interessiert mich der ganze Scheiß, dass der in Urlaub gefahren ist und dass er ja da, dass sie ihn da verarscht haben und so. Verarscht? Ich weiß es nicht. War die Reise es wert? Ja. Ja, ja, also ich würde durchaus sagen, das ist ein Basketballkorb. Ob wir das jemals irgendwie auschecken können, was da ist? Ich sehe da oben was. Huhu. Na du? Guten Tag. Das wird nicht so ein guter Tag für dich, glaube ich. Huhu. Bleib gefälligst hier. Die ist wegpest, ey. Pickel hier nicht so rum. Pickel hier und Frederik oder was? Was rede ich hier? Das fragst du dich auch gerade. So. Jo. Ja, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch. Oh. Ja, ja, das kann man machen, muss man aber nicht. Was ist das? Hey, Bock, Bock, Bock. Da speichert das Ding und laggt gerade. Wenn ich hier ein blödes Alienwesen verhauen will. Das soll übrigens ein Alien sein. Ich habe immer gedacht, das sind Hühner. Hühner. Hey! Schaff ich das? Schaff ich das? Ja. Wie immer, linke Control-Taste, Steuerung-Taste, Spam und dann landest du nicht auf dem Gesicht. Wir sind ja schon wieder zu Hause. Wie kann das denn sein? Wollen wir den Yeti da oben verhauen? Warte mal, erstmal. Carrot Slurp, ein Stück Fleisch. Wir sollten wieder ein bisschen was machen, ne? La 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 la. Oh, das sind aber ein paar viele Tiere. Was ist das denn für ein Geräusch? Hört sich an wie mein Magen. Schmeißt der mit was? Uhu. Wir sollten ihm nicht die Möglichkeit geben, uns zu hauen. Dann glaube ich, kann man den ganz super. Och, gucke mal. Ist doch gar nicht so schlimm mit den Yetis. Die Riesen-Yetis sind das einzige Problem. Hey! Hey ho, let's go! Sagte er auf der Reeperbahn. Insider. Upsi. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Riso.
Die olle Resopalpla, der hat ein Video gemacht. Ich kann den Typen vorher nicht. Geile blaue Haare, Kollege. Ja, und so richtig hat er ja auch irgendwie Schnee ist weiß erzählt. Nur alle tun so, als hätte er gerade das Rad neu erfunden, ne? Ich meine, dass sich Politiker schmieren lassen von der Industrie, ist ja nun wirklich nicht das Ding, wo ich jetzt sagen würde, hui, das habe ich aber vorher nicht gewusst. Und wer das sagt, ach, die schmeißen tatsächlich mit Dingen. Hey! Kann man die gut beschäftigt? Ah, fuck! Weg hier. Und ausgerechnet so ein kleiner Schlackbiest-Idiot aus dem Boden geschleimt und macht uns hier unseren Kill kaputt. Hey, Kollege! Du wolltest Dresche haben, also komm her. Hui! Nee, Rezo, der hat ja ihm nur nichts Neues erzählt, ne? Alle tun so, als hätte er das Rad neu erfunden, als hätte er irgendwas ganz Neues gesagt. Aber, um es mal mit einem Fachwort zu sagen, das Problem ist systemimmanent. Das Ganze nennt sich einfach Kapitalismus und im Kapitalismus werden Politiker bestochen, werden Kriege wegen Geld begonnen. Und der Planet ist mal ja nichts wert, ne? Insofern, lieber Rezo, du hast das zwar schon ganz gut gemacht, aber du hättest mal das magische Zauberwörtchen erwähnen sollen. Kapitalismus. Das ist nämlich das Problem. Wenn du den Kapitalismus lieb hast, lieber Mensch, dann ist es kein Wunder, wenn es dem Kapital gefällt und dein Haus platt gebombt wird. Deine Oma explodiert, wie er es gesagt hat. Das ist dann eigentlich so ganz normal. Oder es ist zumindest eine der Möglichkeiten. Denn, eine Sache, die mir schon ganz früh aufgefallen ist irgendwie, seit ich politisch interessiert war, ist gewesen, dass immer dann, wenn Krisen irgendwo, also wenn Finanzkrisen und so weiter sind, dann entstehen magisch auf einmal Kriege. Wann haben die letzten beiden Weltkriege stattgefunden? Ja. Denk mal drüber nach. Während schlimmer Weltwirtschaftskrisen. Tja. Da muss dann wieder Geld ran. Ne? Ein Wirtschaftswunder. Ja, aber das ist ganz böse, das zu sagen, weil unser Kapitalismus ist doch so lieb. Ne? Der kann doch nichts Böses tun. Und hast du vielleicht ein besseres System? Vielleicht mit der Kommunismus? Ja. Wie in der DDR? Oder in der Sowjetunion? Ja, dass die Vögel ganz einfach nicht kapieren, dass das damals in der DDR und in der Sowjetunion, also im Ostblock, nämlich kein Sozialismus bzw. Kommunismus war, sondern Staatskapitalismus. Ja, das kannst du mal recherchieren. Ja, the small tree. Was wollte ich denn machen? Ich will ja hier nicht die ganze Zeit über Politik und Reisen und so weiter erzählen. Oder? Wollt ihr das etwa? Ich mach mal das. So. Ja, Gesundheit ist auch wieder voll. Eigentlich können wir jetzt, ne? So, was können wir denn? Was wollen wir denn eigentlich machen? Ich wollte eigentlich was craften. Und zwar eine Kanone. Um hier mal unerreichbare Plätze erreichbar zu machen. Und ein bisschen rum zu experimentieren. Gut. Dann machen wir das doch einfach. Wird die Kanone jetzt am Amboss gebaut oder an Crafting Table? Ich habe doch keine Ahnung. Okay. Wir brauchen für eine Kanone 10 Holz. Check. Wir haben viel Holz. Eine Iron Bar. Und, also eine irische Bar. Und zweimal Mysterious Goop. Ja, das geht. Das geht, Digga. Was geht, Digga? Das geht, Digga. Ein Iron Bar. Ja, wir müssen erstmal schmelzen, wie es aussieht. Schmelz machen. Denn wir haben kein Eisen. Wie kann denn das nur sein? Okay. Dann mal den Schmelzer an, den Schmelzofen. Kleiner Blick. Und... ja, Kaffee. Kaffee ist schlimm. Ja.
Und ich weiß, ich habe jetzt vielleicht irgendwie den einen oder anderen Abonnenten verloren, weil ich habe politisch unbeliebte Thesen vertreten. Aber wenn du nicht ideologisch verblendet bist, sondern ehrlich bist mit dir selbst und mit der Welt, dann wirst du sagen, dass ich mit meiner Aussage nicht ganz Unrecht hatte, ne? Manchmal hat der Irre ja auch mal recht. So, 2 Folgen aufgenommen. Ich will nicht sagen, dass ich heute 3 Stunden aufnehme oder 4 Stunden, so wie sonst immer, weil ich halt noch andere Sachen aufzunehmen habe. So, wir packen mal alles hier rein, was wir jetzt hier nicht brauchen. Ich habe, das ist gut. Das ist Goop. Ich schmeiß mal die Kohle hier wieder rein. Immer wenn ich mache, dann übersteuert das Mikrofon. Trotz Mikrofonkondom. Lass mich mal kurz was machen. Ich sehe gerade, das Mikrofonkondom ist ein bisschen niedrig. Deswegen könnte das heute ein bisschen stärker sein als sonst. Das ist sehr stark mit mir heute. Was wollte ich denn eigentlich? Ach so.